So, und weiter geht's mit Manuel Samuel. Ja, sind von den Toten aufgewacht, für all unsere Seelenchips und müssen jetzt 24 Stunden überleben, indem wir alle Körperfunktionen, die wir haben, halt wirklich auch selbst koordinieren und auch bewusst wahrnehmen. Alter, was ist denn so laut? Achso, ich habe meinen Rechner lauter gemacht. Ja, Blinzel ist okay. Ja, die Lautstärke war okay, glaube ich. Ich hatte mir das gerade mal angeguckt. Ja, ist gut. So, na, darf halt nichts vergessen, das ist entscheidend, ne? Und vor allem den richtigen Fuß, mein Gott, muss man fehlen. Blink, Sam, blink. Ja, ich muss erstmal atmen. Achso, ausatmen muss man, genau. Wenn man blau ist, muss man einatmen, wenn man rot ist, muss man ausatmen. So, nochmal, so. Sam tries to take a shower. He looks like a mantis that's trying to explain. Okay, oben habe ich meinen Sauberkeitsbalken. Und einmal den Kopf. Sam is clean as a whistle. Good job, Sam. So, jetzt vorsichtig einmal umdrehen. Links, rechts, links, rechts, links. Abtrocknen brauche ich mich nicht, das ist gut. Immer ab und zu mal zwischendurch nach oben zeigen, um zu stabilisieren. Ah, pinkeln müssen wir, genau. Sam tries to take a leak. So, jetzt wie geht das nochmal? Man muss natürlich. Man darf nicht zu viel daneben pinkeln. So. Okay. Ich könnte den Tod natürlich anpinkeln, aber ich glaube, wir müssen einfach nur da in dem blauen Balken bleiben und dann müsste es eigentlich sauber bleiben. Hilfe! Nein! Man darf natürlich. Das ist so dumm. Aber kurz das Rückgrat gebrochen. Ja, ist ja fast richtig gewesen. Ich glaube, da gibt es doch eine Trophäe, dass man, glaube ich, irgendwie keinen Tropfen daneben gehen lässt. Ja, genau so. Dann gehen wir halt so zum Waschbecken, ist ja egal. Hallo! Blink, Sam, ja, halt blink. Die Klappe! Wieso kann ich denn nicht mehr aufstehen, sag mal? Bin ich doof? L2, um wieder aufzustehen. War es schon immer so? Nein. Sam holds on to that toothbrush. Ups. Like his life depends on it. Achso, muss die ganze Zeit drücken. Ja, Moment. Ich bin froh, dass ich überhaupt meine Zähne treffe und nicht damit direkt ins Auge ramme. So, das ist auch erledigt. Sam is ready to smile. Oh, ich habe die Zahnpasta ausgespuckt, aus Versehen. Es war keine Absicht. Clean and empty. Sam decides to find some clues. Hi. Nicht jetzt. Übrigens, wenn ich kurz vorm Umfallen bin, da fängt der Controller kurz vor an zu vibrieren. Ach, fuck, ich wollte eigentlich das Fenster zumachen, fällt mir gerade ein. Habe ich vergessen. Sam can open doors now. Haha. Clever boy. So, gehen wir erstmal hier lang. Ja, wir finden es ja gerade heraus. Explorer, da ist gar nichts, super. Your spine, Sam. Ist eigentlich, wenn ich jetzt. Das ist geil, ich mag das. Gefällt mir. So. Mein Gott, ich bin echt zu blöd. Zu wissen, welcher blink, Fuß Sam, jetzt blink. Dran ist. Wie oft musst du denn blinzeln, Alter? Gut, der ist ja sogar hier am Pinkelbecken gewesen, ne? Unten links das Bild. Ach, ich krieg's einfach nicht hin. Das ist echt schlimm. Gehen wir hier rein? Sam enters his wardrobe. Ah, okay. What will he wear today? He picks a pair of blue jeans. Ja, super. Warte, ja? Ja? So. Sam successfully puts on his pants, feeling more accomplished than ever. He proceeds to find a jacket. Only the best one will do. Ist das ein Jackett? Ja. He settles for a mediocre one. Humble. Okay, es hat super funktioniert. Moment. So. 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 Fully clothed. Ups. Sam is ready for the day. Nee, ich hab noch keine Schuhe an. He's not. Genau, wollte gerade sagen. So, nein, aus. Oh Gott! How hard is it to blink, Sam? So, so, zack, zack, zack. Das hat aber auch richtig Bock gemacht, hier das Platinieren. Da unten sind Schuhe. Da. Zack. Ah, sind. Schöne Slipper. He puts on his shoes, living the dream of having shoes on. Ja, ist ja auch schon mal was, ne? Okay, Treppen. Brrr, okay. Sam walks down the stairs with great precision.
Ich denke mal, wenn ich da jetzt den falschen Fuß wähle, werde ich höchstwahrscheinlich fallen, oder? Und blinzeln. Also da muss man schon so ein bisschen auch Koordination haben, wenn man halt währenddessen atmen will, laufen will, blinzeln und den richtigen Fuß vor allem wählen. Flappy Rooster is Sam's favorite game. He has no time for playing with a Flappy Rooster right now, though. Doch klar, habe ich Zeit. An! Dann halt nicht. Arschloch. Schön, dass oben steht, dass es Kunst ist. Hi, es geht. Following the story at this time, and gang wars are still an escalating problem at Bridge Street, where the police are struggling to regain control. Commuters are advised to... Hey, Lucy, I'm home! Oh, hey, dude. Still alive, huh? Ja, was glaubst du denn? Man muss die Fernsehserie mal angucken, was da noch passiert. Wie groß unsere Augen sind. Okay, nee. Ich dachte, wir werden jemand rot, wenn wir zu viel einatmen. Passiert denn noch was? In seiner Toilette? Ein Schluck Kaffee trinken? Also es ist übrigens ein sehr, sehr gutes Kaffeetrinkspiel, weil ich genug Zeit habe hier und ich die ganze Zeit im Controller hängen muss. Ja, komm. Hey Lucy, I'm home. Ah, okay, geht wieder von vorne los. Alles klar. Ah, verflucht. So, müsste hier, glaube ich, noch die Küche sein, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Weil hier gibt nämlich auch nochmal ein Käffchen. Saying, sent over a maid to make you breakfast. Don't breathe in while chewing. Love, Mom. Okay. Nein! Ach so, okay, verstehe. Nein, ausatmen und wieder einatmen. So. Blinzeln. Noch mehr? Krieg ich noch einen Hashtag? Vielleicht, weil ich ihn das zweite Mal gegessen habe. Ja, eat some more food. Perfekt. Ich will sie nicht alle haben, ne, aber... Sam finishes his food like the big boy he is. Ja, ne? Good job, Sam. Frühstück ist aber auch geil. Ich mag Frühstück. Ne, da kann man nichts machen, offensichtlich. Okay. Da war irgendwas mit der Kaffeemaschine. Da kann ich mich noch dran erinnern. Das war nämlich gar nicht so einfach. Sam decides to try his luck on some coffee drinking. Sam's coffee is so hot, he blows on it before taking a sip. Ach so, man muss den kalt pusten, okay. Gosh darn, good coffee, okay. Dann mal blinzeln. Trinken. Sam hurls coffee in his eyes for reasons unknown. Das war nämlich, glaube ich, gar nicht so einfach, dass man den Kaffee dann auch wirklich trinkt. Komm, einen will ich haben. Ja, ja, machen wir gleich. Und zack. With some coffee in his system, Sam finds it easy. Okay, so. Remember pants and shoes. Nett. Nein. Warum geht denn Echo jetzt wieder an? Egal. Oder Alexa, besser gesagt. To-do-list. Not to die und Kaffee trinken. Sehr schön. Wird auf jeden Fall ein erfolgreicher Tag heute. Makes it out the front door. Beaten. Terrified. Stupid. Okay, einmal blinzeln. Ist jetzt meine Alexa jetzt mal ruhig? Ich glaub schon. Nein, mein Gott. I am totally gonna kickflip over your car. Hat nicht funktioniert, wie, so wie das klingt. Aber wir haben ein schönes Anwesen, kann man nicht anders sagen. It was like that when I got there. Ja. You might wanna get that hood fixed. It be loose. I'll just get in the car, yo. Ich würde auch gerne einsteigen, aber ich darf nicht. So, mal nochmal einatmen. So, und rein da. Sam erwacht im Zeitdruckmodus freigeschaltet. Ach so, ah, okay, verstehe. Das heißt, jedes Mal, wenn wir ein Kapitel abgeschlossen haben, können wir dann den Zeitdruckmodus quasi machen. Hey, dude. I turned your automatic gearbox into a manual one for the funds. That be ironic or what? At this point, Sam notices that Dev isn't really a nice guy. I guess I should teach you how to drive a stick, huh? Aight, so, when starting the car, you want to press down the clutch pedal. Nobody has clutched anything for years. Good luck, Sam. Okay, wie geht das? Now. While you have the clutch down, press the gas pedal.
As you let go of the clutch, the car will start moving them biz. Good job, dude. You ain't as useless as you look. Okay, ich muss mal gerade mit den bisschen wahrscheinlich anders halten, den Controller, weil ich glaube, ich werde mehrere Tasten brauchen. Left for us, he means. So. Obviously, press it down. Give stopping a go, dude. Nice. Now, start driving again, like I showed you. And obviously, you turn left and right with your arms. Ach so, okay. Der Kopf ist geil. Faster, you gotta use the stick, baby. Warte, Moment, ja. To upshift, you press down the clutch and then yank the stick. Okay, Moment, so. Obviously, you can't turn left when your hand be on the stick. So to turn left, you have to move your hand to the steering wheel, y'all. And so Sam and the Lord of Damnation are on their merry way for the new adventure. Together, cozy. Warte, Moment. Ich bin gerade voll verwirrt, okay. Dude, there be an old lady on the road. Yo, go right. We almost killed that lady. She's due for another a few hours. Listen, if you kill somebody before their time because I messed up so. Motoring skills, I will be in deep feces, okay? So es ist gar nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht, ne? Man muss echt sich hier koordinieren. Someone, I'll stop the car, yo. But then you'll have to start it all over again with the clutching biz. Hey, we'd be good to go. Ja, schon dabei. Anyway, dude, you're probably wondering why all this biz be happening to you. Jetzt nochmal so, okay. To tell you the truth, right, yo? No, sir. As I was saying, to tell you the truth, bro, it be all part of bureaucratic bull feces. Oops. The shreds of life. Ah, fuck. Mein Gott, ich krieg's nicht hin, es tut mir leid. So, nein, warte, so. Anyway. Ich bin gerade voll verwirrt, es tut mir leid. Nein, mein Gott, so. Das wollte ich machen. They be distributed between the Bank of Hell and Satan. Oh, yeah. Alter, Moment. So, ausatmen, einatmen. Das ist echt gar nicht so einfach, vor allem, weil die ganze Zeit hier noch vor sich hin brabbelt, ne? Ist okay. So, Moment. Bank of Hell distributes their share as salary. Alter, boah, okay, ganz ruhig. Mein Gott, ich will nur wie auf die andere Seite. Man merkt, ich bin etwas überfordert. So, okay. Ganz ruhig. So, hat er jetzt irgendwie geschaltet? Ja, ich bin im zweiten Gang, okay. So, 3, 4, 5, 1, so. So, so. Genau, los geht's. Ganz einfach. And I don't want to point fingers, but someone here be a spoiled brat, bro. Right, dude? Holy feces. Ich meine, ihr seht schon, was ich für ein Problem habe, ne? Dude, you had seven shreds. Nein! You have any idea how rare that be? Okay, blinzeln, blinzeln, blinzeln. I mean, making deals with rats vierte Gang reicht ja erstmal, ne? Ich habe gerade gesehen, dass ich überhaupt sehe, in welchem Gang ich bin. Deswegen habe ich mich gerade die ganze Zeit schon gefragt, warum fährt ihr denn nicht los? School of old ladies. Get ready. Right. Ah! Left. Ah! Right. Ah! Left. Ah! Yo. Right. Ah! What be up with all those old ladies today, bro? So, waren wir mal fünften Gang. You're never gonna make it to work on time with all these grannies everywhere, dude. What do you say we take a shortcut? Nein. Left. And so Sam drives the car to a place he has never been before. A place called Bridge Street. Sehr einladend auf jeden Fall. I hope it be safe here. Hope there be no, say, crazy gang members here or nothing. No, really though, where be the crazy gang members? Oh, crazy gang members. Oh, excuse me, you be a crazy gang member? Dude, don't you worry. I know where the crazy gang members be. To Death's surprise and Sam's relief, the gang members are lying dead on the ground. This is when Death notices a distinct silhouette in the distance. What be the deal, bro? Why be there? Oh,
The silhouette is contention and enmity, bloodshed and hostility, strife and strike, struggle, battle, war. She is neither wearing dumb clothes nor doing kickflips. She is just standing there after a job well done. Oh, holy feces, it be her! I'll be my breath. Just be cool, be cool. Okay, just don't be yourself. Hey, war, how it be going, babe? Wanna hitch a ride in these sweet wheels? Holy feces, here she comes! Hey, girl, where to? Just shut up and take me to the metro. Okay. Habe ich eine andere Wahl? Wahrscheinlich nicht, ne? Aren't you supposed to, like, reap a bunch of people, you knucklehead? I was. But then I got bored, so now I hang out with my buddy Sammy here. Buddy. Wir sind keine Freunde. Stop here. Zufrieden? Okay, we can go. So. So instead of guiding endless amounts of confused souls to the afterlife, you waste time with this dumb, ugly mortal. Stop here. Okay. Let's go. Ich kann ja gar kein Gespräch mit dir überhaupt führen, ne? Unglaublich. Nee, so rum. Hey, you want a cigarette? You're so annoying. You know I'm trying to quit. Fine, give me one. I hate you. Go right here. Stop here. Sam passes out from lack of air. No one notices. Ich habe glaube ich nicht geatmet, genau. Okay, we can go. So. Hey, guess what? I totally landed a kickflip today. Take a left. Stop here. So langsam geht's einigermaßen mit dem Fahren. Okay, let's go. Was qualmt da? Brennt da was? Wow, you really landed a kickflip? That's kind of hot. Yeah, or, well, I almost landed a kickflip. You know, Famine can do a frontside kickflip. Such a show-off. Stop here. Ich hab ein bisschen zu früh geschaltet, aber egal. Okay, let's go. Dang it, the grandma's be back. Wo denn? Right. Oh, Yo, go. Ah. Yo. Ah. Left. Ah. Right. Oh, Wo erschreckt er sich denn immer so? Der sagt doch, wo ich hin muss. Oh, I never be getting used to those grannies. Stop here. This is where I get off. Ah, okay. Hi, babe. I'll see you around. Whatever. Aber die verstehen sie eigentlich ganz gut, ne? Hätte ich eigentlich nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Aber Hunger scheint ja offensichtlich ein bisschen besser zu sein als der Tod. You'll be getting late for work, bro. Step on it as hard as you can if we gonna make it. Go, go, go! Ja, bleib mal geschmeidig. Nein, fuck. Yo, faster, faster! Faster, faster! Bleib doch mal geschmeidig, Junge. Yo, faster, faster! Bleibt geschmeidig, habe ich gesagt. Faster, dude. Get up to fifth gear. Bin ja auf dem Weg. Almost fast enough, dude. Step on it. Step on it. Oh, feces. Stop, stop. Oh, Fatsch. Und ich habe gerade festgestellt, 19 Minuten, ne? Oh, please, let it just be a rock or a hipster or something. Sam goes out the door to see what happened. He only has to follow Death's crying voice
Ach, tot. Ich hab Tots gedacht. So, ich mache aber trotzdem kurz einen Cut. Dann sehen wir uns dann im nächsten Partie wieder. Also bis dahin. Tschüss.